Herzlich willkommen, Freunde. Wir stehen hier vor dem Champ. Und wieso bin ich eigentlich jetzt auf die Champs gegangen? Ich wollte eigentlich zu den Highlights. Ich bin ganz ehrlich, ich bin echt aufgeregt, was diesen Kampf angeht. Ich will gerade mal kurz gucken. Du hast einfach so wenig Spezialangriff. Ich glaube, ich heile Omot nicht. So. Okay. Tausch. Hoppala. Hoch. Okay. Er fängt an mit einem Gyarados, soweit ich weiß. Und ja. Hat mich erwartet. Ich bin echt aufgeregt. Ob ich diese Challenge jetzt bestehen werde oder ob ich jetzt hier an Siegfried scheitere. Nur er hält mich von ab, dass ich hier in der Challenge jetzt zum Sieg komme oder nicht. Die Liga ist echt das Schwerste insgesamt an der Challenge, meiner Meinung nach, was es gibt. So, Schlafpuder. Okay, du fängst an, Regentanz. So. Yesa! Schon mal sehr gut. Megasauger. Gyarados schläft tief. Das will ich mal hoffen, dass er tief schläft. Wir saugen uns jetzt einfach seine KP aus. Auch wenn es jetzt ein bisschen langwierig wird. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass Siegfried ein sehr großer Fan der Attacke Hyperstrahl ist. Der schon mal einen Kampf gegen ihn gemacht hat. Wird wissen, dass eigentlich, glaube ich, jedes seiner Pokémon die Attacke Hyperstrahl beherrscht. Das total brutal und übertrieben ist, meiner Meinung nach. So, aber warum greifst du jetzt mit Surf an, wenn der Regen aufgehört hat? What the fuck? Fucking logic. Ach so, weil du brutalst viel Schaden trotzdem machst. So, nee, der Regen läuft ja noch. Und da kommt die erwähnte Attacke. Halt durch, komm. Yesa. So. Come on. Muss ich wieder aufladen, jetzt machen wir es fertig. Come on. Komm on, Tangela! Mach's platt! Yes! Ist down. Puh, okay. Dragoran. So. Die Sache ist die, er besitzt insgesamt drei Dragorans. Es ist so wie bei der Syntra auch. Ne, Sandra hieß die, Sandra, nicht Syntra. Ah je. Sandra auch, dass eins davon Elektro kann, ich glaube eins Wasser und eins Feuer. Je nachdem, welches uns jetzt gegenübersteht, haben wir ein kleines Problem, oder nicht? Und jetzt steht uns... Es ist das, Feuer oder Wasser. Weil sonst hätte das andere schon mit Elektro-Tank auf uns geballert, wegen der Super-Effektivität, voilà. Wo ist meine... Da. Das machen wir uns gleich weg. Und was kommt jetzt? Der Hyperstrahl! Auch wenn ich nichts kann, den Hyperstrahl kann ich einsetzen. Okay. Aber ich werde jetzt direkt in Top-Genesung spielen. So. Dragoran muss ja jetzt eh aufladen und wenn wir jetzt treffen, war es das für das erste Dragoran. Schade, dass wir keinen Eisstrahl-Kill haben. Das würde die Sache um einiges erleichtern. So, jetzt kommt das Donner-Dragoran wahrscheinlich rein. Okay, was machen wir gegen das Donner-Dragoran?
Was machen wir gegen das Donner-Dragoran? Karados ist ja One-Hit mit Donner. Ach, dann hat er nur 70 Genauigkeit. Ich versuch's mit Psyana. Du bist nämlich das Donnervieh. Du müsstest das Donner jetzt sein. So. Psystrahl, komm, Psyana. Ich glaube nicht, dass unser Psyana alleinchen genug Schaden machen wird. Du machst Donnerwelle. Damit kann ich leben. Muss die Antiparalyse. Haben wir noch eine? Nein. Hatten wir gerade noch einen Typeheiler haben wir, ja, aber ich gucke gerade noch, ob wir direkt Heilungen haben. So, ich denke, wir kriegen jetzt erstmal den Hyperstrahl. Yesa, wie erwartet, den Hyperstrahl. Autsch. Ich glaube, ich mache das jetzt so. So, muss wieder aufladen. Eigentlich hat es mir das nichts gebracht, außer dass wir jetzt extra Schaden erlitten haben, glaube ich. So. Okay. Durchatmen. Okay, wir haben zwar unnötig Schaden erlitten, aber es hat funktioniert. Gut, da ist schon mal das Glück ein bisschen mehr auf meiner Seite heute. So, Aerodactyl. Ich glaube, Michi wäre derjenige, der am besten dagegen bestehen würde. Weil Tangela Schwäche, Psyana nicht viel KP. Und sogar das will ich noch am Leben erhalten. Also zumindest bei gut KP. Und er kann wahrscheinlich Steinhagel. Antikraft. Autsch. Wieso? Ach so. Ja. Entschuldigung. Ich habe vergessen. CPU weiß alles. Also wie ihr gesehen habt, er macht ein total sinnloses Antikraft, weil er weiß, dass er einen Boost kriegt, wenn er das jetzt einsetzt. Und ich bin down. Ja. So. Jetzt kann ich dich aber mit Gyarados finishen. So. Kaskade. So. Okay. Jetzt kommt das letzte Dragoran rein. Nein. Also ganz ehrlich, da kommt es leider zur Geltung, warum ich diese Computer nicht mag. Er kann nämlich ja diese Attacken und alles voraussehen. Deswegen finde ich das so dermaßen unfair. So, Bodyguard. Okay, Bodyguard ist jetzt kein Problem für uns. Komm schon, Gyarados. Warum setzt er jetzt schon Top-Genesung ein? What the fuck? Normalerweise macht das doch erst im Rotbereich. Verstehe ich nicht. So, und nochmal. Komm schon, das ist dein Tod. Ich
Gefühl nicht, dass Nidoking umsonst gestorben ist. Okay. Wir haben's. Wir haben's. Es ist nur noch ein Pokémon. Glurak. Das mache ich so fertig. Das glaubst du aber. Komm her, Glurak. Komm her. So, ich werfe jetzt im Kampf nochmal einen kleinen Blick zurück. Münzamulett. Lebe wohl, Nidoking. Danke für alles. Wir haben den Champ besiegt, auch wenn ein Großteil davon Glück war. Ich habe ganz ehrlich damit gerechnet, dass ich an den Champ eventuell sogar besiegt werden würde. Aber es hat funktioniert. Unser Nidoking ist ziemlich blöd gestorben. Durch die Unterstützung der Antikkraft. Naja. Naja, dennoch wird unser Nidoking jetzt in der Humushalle verewigt. So, speichern. Danke, Tangela. Danke, Nidoking. Danke auch dir, Omot. Vielen Dank, Psyana. Dir auch, Xano. Und natürlich unseren Drachentöter, Gyarados. Ist immer besser. Es ist noch ein langer Weg vor dir. So, den Abspann werde ich jetzt mal mit einem Start-Select-AB-Kniff. Jedes Pokémon-Spiel hat einen Kniff, mit dem man es resetten kann. Überspringen. So. Ich gehe direkt auf Weiterspielen. Ich weiß, dass es jetzt so kodiert ist, dass wenn ein Schritt geht, zack, einen Anruf kriegt. Nebenbei, das eben gerade am Ende. Das habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal erklärt oder hatte ich das in den Regeln nochmal extra hingeschrieben? Am Ende der Pokémon-Liga ist das eine Pflichtheilung. Ja. Das heißt, wir sind nicht... müssen, um die Story fortzusetzen, müssen wir diese Pflicht, diese Heilung entgegennehmen. Deswegen wird es uns nicht von unserem Heilpunktekonto abgezogen. Wenn ich jetzt erneut die Liga machen würde, und es wäre keine, und es wäre eine Liga, die keinen zweiten Durchlauf dann hätte, weil der zweite Durchlauf wäre wahrscheinlich, wäre das Abschließen, zum Beispiel bei Feuerrot und Blattgrün, wenn man das mal nehmen würde, wäre der zweite Liga-Durchlauf wäre das Abschließende am Ende. Und ja, das dürften wir dann auch noch als Pflichtteilung entgegennehmen. Aber wenn ich jetzt nochmal die Liga machen würde, weil ich Steffen wollen würde, so gesehen, und sagen würde, ach ja, ich habe ja da eine Pflichtteilung am Ende. Es zählt nur beim ersten Mal, wenn es für die Story relevant ist. Zur Vollendung der Story. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Dann hole mir meinen Flug-Pokémon ab. Und ja, lege Nidoking ab.
Okay. Neo King, danke für alles. Danke. Ich weiß, dass ich Neo King jetzt in die normale Box gelegt habe. Aber ich möchte ihn definitiv nicht in die REP-Box unbedingt legen. Weil er so viel von der Story mitgemacht hat. Deswegen soll für mich Neo King in einer normalen Box Platz finden. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Weil ich gesagt habe, in einer extra Box. Aber für mich... ja. Zählt das und jetzt mache ich das einfach so. Mitnehmen. Oh, tut. Ich werde jetzt auch nicht mehr weiter spielen. Ich werde das auf sich beruhen lassen und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt soweit es verfolgt. Es steht noch Kanto als Region an. Da gibt es noch ein paar Pokémon-Begegnungen, die wir offen haben. Vielleicht finden wir da ein neues Teammitglied. Denn unser Nidoking ist uns ja leider abhanden gekommen. Unser Team besteht jetzt zwar noch aus genügend Pokémon, die wir benutzen können, aber ja, uns fehlt ein gewisser Bodenkampftyp, so etwas. Na gut, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.